Hallo, das nachfolgende Video soll euch eine kurze Einführung in die wichtigsten Bereiche der Nutzung und der Sicherheit der nachfolgenden Maschine geben. Wir haben die Videos speziell für offene Werkstätten, FabLabs und Makerspaces nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, übernehmen aber keinerlei Haftung für Folgeschäden. Deswegen informiert euch bitte über die örtlichen Besonderheiten der Maschine bei dem Werkstattbetreiber. Hallo zusammen, mein Name ist Martin und im heutigen Video geht es um die Kappsäge. Und wir möchten euch einfach die wichtigsten Grundlagen vermitteln, sodass ihr selber schnell zu einem sauberen, guten Ergebnis kommen könnt und vor allem dabei sicher unterwegs seid. Das in dem Falle ist eine Zugkappgärungssäge. Für euch kurz zur Erklärung. Kappen, also Kappsäge, die neigt sich einfach nur. Eine Zugkappsäge, die kann sich neigen und auch noch verschieben. Und eine Zugkappgärungssäge, die kann man quasi auch noch in diesem Winkel, also hier kann man sie auch noch verstellen. Und das ist einfach der Unterschied zwischen den Funktionen. Und wir gehen jetzt gleich auf das Wichtigste ein. Das Allerwichtigste ist natürlich immer das Thema Sicherheit. Und mit dem fangen wir jetzt an. Das Wichtigste ist natürlich, dass ihr geschützt seid. Und danach soll natürlich auch noch das Werkstück geschützt werden. Dass ihr geschützt seid. Wie an allen drehenden Maschinen gilt immer keine Handschuhe. Ja, keine Handschuhe, keine lose Kleidung, die sich da drin verfangen kann, im Sägeblatt irgendwie einhaken, keine Bändel, vor allem keine lange Haare, da steht man hier, ja, Haare bändeln hier rum, werden durch die Absaugung, durch den Sogwind mit reingezogen, ganz ungut. Deswegen auch Schmuck, Armbanduhren, Armreifen, Ringe und so weiter, alles ausziehen, Haare zusammenbinden, keine Handschuhe. Dann auch wichtig, hier können auch mal Späne spritzen und so weiter, Schutzbrille. Sehr stark empfohlen und die meisten Sägen sind doch eher lauter. Gehörschutz würde ich auch noch aufziehen. Und dann ist noch wichtig, dass, also hier sind in der Regel sind immer so Schutzhauben dran, die öffnen sich erst, wenn man das neigt und zum Neigen, so kann ich das gar nicht neigen, sondern ich muss diesen Hebel hier betätigen, damit das entriegelt, dann kann ich das neigen. Und jetzt sollte man natürlich nie unter das Werkstück, also unter das Sägeblatt drunter greifen, auch wenn man was wegräumen möchte, nur in der Position, am besten, wenn das Sägeblatt natürlich still steht. Und genau, und dann machen wir schon weiter mit der Benutzung. Bei der Benutzung ist vor allem wichtig, also kommt vor allem darauf an, was für ein Werkstück ihr habt. Habt ihr sowas Langes, Schmales, Dünnes, ja, das könnt ihr so drauflegen und wenn ihr hier genug Abstand habt, bei der Tischkreissäge sind es 12 cm, die man Abstand vom Kreissägeblatt halten soll. Bei der Kappsäge weiß ich nicht, ob das genau definiert ist, ist aber sicherlich auch anzuraten. Wenn ihr was Kleineres habt, ein kurzes Stück, ich sag mal nur sowas, hilft es einfach, wenn ihr da mit einem Schiebestock, also vielleicht ist dann auch nicht die richtige Säge, das muss man auf das Werkstück anpassen, so ein Schiebestock ran. Ein YouTuber hat da einen wunderbaren Haltestock, Holdstick oder sowas gemacht, den man dann so oben drauflegen kann mit Schleifpapier. Verlinken wir euch auch. Das ist ein tolles Video oder ein tolles Tool, was er da gebaut hat. Müssen wir eigentlich auch mal für unsere Werkstatt hier machen. Und genau, also kleine Sachen oder so längere Sachen könnt ihr festhalten. Oder natürlich optional haben wir auch noch so Schraubzwinggeschichten dran. Das heißt, damit kann man eben sein Werkstück auch noch runterspannen. So, und der Arbeitsablauf ist jetzt in dem Fall ganz einfach. Wir drücken den hinteren. Also am besten, ihr macht euch erstmal im Trockenen mit der Maschine vertraut. Ja, wie ist die Neigung? Wie geht sie an? An welchen Knopf? Hier geht die Absaugung gleich mit an. Ganz wichtig bei allen schneidenden, drehenden und schneidenden Maschinen oder auch schleifenden Maschinen, dass sie immer auf Arbeitsgeschwindigkeit kommen. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht direkt eintauchen. Ihr hört, dass sie jetzt erst. Die hat so einen sanft, manche gehen da direkt los, die sind gleich auf Tour. Aber die hat so einen Sanftanlauf, dass sie auch nicht so laut ist und so kreischt. Ja, der Sauger hat noch ein bisschen Nachlauf. Ich hoffe, man hört mich trotzdem. Aus, geh aus. Ja, geht doch. So, und genau, wie gesagt, wichtig ist, dass sie immer auf voller Drehzahl sind, weil sonst eben das Schneiden nicht so sauber funktioniert, es kann sich verhaken und so weiter. Das heißt, in dem Fall, Trockenübung, ich gehe runter und schiebe das dann durch. Bei dem kurzen Werkstück könnte ich aber auch die Maschine festklemmen, sodass nur die Kappfunktion aktiviert ist. Wenn ich aber was Breiteres habe, wie sowas hier, dann würde das nicht mehr ausreichen, dass ich hier mit dem Kappen bis unten durchkomme. Das heißt, jetzt
brauche ich die Zug-Cup-Funktion. Das heißt, dafür ziehe ich es komplett raus, gehe runter und fahre dann so durch das Werkstück bis hinten am Anschlag durch. Und damit drücke ich das die ganze Zeit gegen diese Bande da hinten und ich arbeite im Gegenlauf. Also Fräsen zum Beispiel oder Sägen sollte man immer gegenläufig machen. Deswegen bitte nicht hier runterfahren und dann im Werkstück sozusagen rausziehen. So bitte nicht, das kann sich verhaken, das wäre Gleichlauf. Sägen ist gefährlich, das heißt immer von, und das könnte dann zu eurem Körper schnellen mit offenem Sägeblatt und so weiter, wollen wir uns alles nicht vorstellen. So, das heißt immer rausziehen und dann von euch weg nach vorne drücken. Das wäre für breite Geschichten. Wenn ihr dann noch lange Sachen habt, dann ist vor allem wichtig, hier jetzt noch so Abstützklötzchen, wir haben hier hinten noch welche montiert, dass ihr die an der Seite nochmal abstützt. Weil eine Seite könnt ihr immer festklemmen, wenn es aber länger ist und der Balken wird schwerer, dann wird es schwer, das hier runter zu halten und hinten drückt das Gewicht den Balken nach unten. Dadurch kann er sich hier oben nach dem Sägen hochheben und könnte dann zum Verklemmen führen. Und genauso auf der anderen Seite, weil ihr könnt nicht beide, also weiß nicht, wer es kann, vielleicht irgendwelche Schauspieler aus Men in Black, ja, die können quasi zwei Seiten festhalten und mit der dritten Hand noch runter bewegen. Also wichtig ist, lange Werkstücke so absichern und das muss man sich vorher überlegen, was passiert, wenn ich schneide. Kann das irgendwo durchs Eigengewicht runterklappen? Muss ich das abfangen? Muss ich das abstützen? Und genau, da haben wir noch so einen Laser, das ist Spielerei, brauchen wir nicht. Das wäre noch wichtig. Und dann können wir hier noch den Winkel einstellen. Noch ein paar Einstellungen. Und zwar ist es hier, meistens hat man vorne einen Drehgriff, der arretiert diese Verstellung. In dem Fall muss ich hier nochmal extra den roten Hebel runterziehen. Kann jetzt hier 45 Grad links, 60 Grad rechts. Wenn ich den loslasse, kann ich ihn immer noch so bewegen, frei, und kann ihn jetzt in jeder Position 3 Grad, 5 Grad festziehen. Oder ich mache ihn hoch und jetzt habe ich gewisse Rastpunkte, das heißt hier zum Beispiel bei 15 Grad, bei 30, 45 und so weiter rastet er dann ein. Aber auch dann trotzdem noch bitte festziehen, dass hier einfach die Maschine fixiert ist. Und wenn ihr es verstellen möchtet, wieder den Drehgriff lösen, runter, hier bis 0, festziehen. Genau, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, einen Tiefenanschlag. Das heißt, wenn ihr nur eine Nut sägen möchtet, das heißt, ich sage, ihr möchtet nur hier 3 cm reinsägen, ungefähr bis hier, ja, dann kann man hier mit der Höhe, kann man den Anschlag, zeigen wir euch noch im Detail, fixieren und dann geht die Säge auch nur bis dahin und dann habt ihr da einen Schnitt in Sägeblattbreite bis zur Tiefe. Das kann man häufig mal verwenden, wenn man danach mit dem Stechbeitel, also wenn man mehrere Schnitte macht und danach tut mit dem Stechbeitel den Rest zum Beispiel rausklopfen. Gärung habe ich euch vorhin schon gezeigt, hinten den Hebel öffnen, gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, gibt es auch jede Menge Anleitungen dazu im Netz. Wir wollten euch nur hier für in unserem Fall gemeinschaftlich genutzte Werkstätten das Wichtigste ganz kurz zusammenfassen. So, im Detail möchten wir euch noch ganz kurz das Thema Nutenschnitt zeigen. Da das hier häufig vorkommt und auch relativ wichtig ist. Ich habe jetzt hier mal hier ein breites Werkstück drauf. Wie gesagt, nichts Loses an den Klamotten. Schutzbrille machen wir auf, Gehörschutz auf. Und dann haben wir hier, also ist bei jeder Maschine ein bisschen anders. Klar, jeder Hersteller hat also seine eigene Technik. Wir zeigen es euch an unserem Beispiel. Man hat hier meistens so ein kleines Einstellrädchen, womit ich dann quasi die Tiefe, den Anschlag bestimmen kann. In dem Fall kann ich den hier noch mit dem Riegler zuschalten. Jetzt ist es aktiviert, da seht ihr, das Sägeblatt geht nicht ganz runter, es stößt da oben an. Oder wenn ich das nicht brauche, kann ich es ganz schnell wieder aus. Bei anderen muss man immer wirklich hoch und runter schrauben. Aber wir möchten es jetzt mal mit, ungefähr in der Tiefe, möchten wir eine Nut in das Holz reinsägen. Und wie gesagt, immer erst auf Drehzahl kommen lassen. Das Holz ist groß genug, kann man an der Seite festhalten und dann geht's los. Wichtig nach dem Sägen ist, dass ihr das Sägeblatt immer zum Stillstand kommt, also dass ihr das, wir nehmen jetzt an, das dreht sich noch, machen wir jetzt nicht in dem Shot, weil sonst der Sauger so lange nachläuft, da versteht man mich so schlecht. So, das heißt, es läuft noch, ihr fahrt dann hoch, Schutzhaube geht zu, lasst es aus, geht runter vom Gasgriff sozusagen, von dem Griff, lasst es auslaufen und dann könnt ihr in Ruhe euer Werkstück wegnehmen oder hier drunter sauber machen und so weiter.
Wenn ihr jetzt genau wissen wollt, wo ihr rauskommt mit dem Schnitt, dann könnt ihr entweder hier trocken, wie gesagt, nur den vorderen Hebel, hinten ist der Gashebel, ja, mit dem aktiviere ich die Maschine. Der vordere ist nur zum Senken, also zur Entriegelung. Dann kann ich jetzt hier schauen, okay, wo genau möchte ich mit meinem Schnitt rauskommen. Die Maschine hat jetzt auch einen Laser, man kann sich natürlich auch an dem Laser orientieren, je nachdem, auf welcher Seite der eingestellt ist. Also wie gesagt, jede Maschine ein bisschen anders, aber wenn ihr es genau wissen wollt, einfach hierhin, dann festhalten oder festklemmen und dann kann es losgehen. Wer mehrere gleiche Schnitte hintereinander machen möchte, der kann zum Beispiel auch hier, ich sag mal, ein kleines Stück Holz mit einer Schraubzwinge festklemmen und dann immer quasi hier 18 cm, zack, schneiden, das nächste nachschieben, 18 cm. So, also man kann viele gleich große Schnitte in sehr einfacher Art damit tätigen, schneiden. Das wär's für die Kappsäge. Wenn ihr damit fertig seid, natürlich, wie immer, gerade in gemeinschaftlich genutzten Werkstätten, was ihr daheim macht, ist mir wurscht, hier Maschine abfegen oder absaugen mit dem Sauger hinten dran. Habt ihr vielleicht gemerkt, bei uns ist eine Anlaufautomatik dran. Absaugung ist hier wirklich stark empfohlen. Manche Leute hausen es auch komplett ein. Bei uns jetzt, wie gesagt, springt der Sauger automatisch an. Bei anderen müsst ihr es vielleicht noch manuell anstellen davor, weil die echt meistens immer sehr viel Späne und Staub produziert. Das wär's von uns für heute. Und wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr sagt, da hat er völligen Bockmist erzählt, schreibt sie in die Kommentare, sodass wir auch davon lernen können. Und dann machen wir gerne, wenn es zu viel ist, dann machen wir gerne nochmal ein neues Video daraus, wo wir das alles dann richtig stellen. Aber das ist aus unserer Sicht, sind es die wichtigsten Punkte, die man beim Kappsägen beachten muss. Dann viel Erfolg, gute Schnitte und bis zum nächsten Mal.